Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, dass etwas passiert ist, das für den Wahlkampf die allergrößte Bedeutung hat und was für die Zukunft eine unglaubliche Bedeutung hat. Es handelt sich hier um keinen Aprilscherz, sondern die Welt hat tatsächlich einen Beitrag mit Tino Chrupalla im Titel, ohne Hetzvokabeln, ohne ein hässliches Foto von Chrupalla, ohne eine einseitige negative Themenlenkung, ganz oben als Titelstory platziert. Ohne dass es jetzt ein besonderer Anlass ist. Also Tino Chrupalla erzählt da etwas über den Dexit. Ich lese euch einmal den Beitrag im Wortlaut vor. Also das, was man sieht. Deutschland. AfD-Spitzenkandidat Chrupalla. Alle wollen in der Mitte sein, weil man da harmlos wirkt. AfD-Spitzenkandidat Chrupalla sieht in Sachsen-Anhalt gute Voraussetzungen, um nach der Landtagswahl mit der CDU zusammenzuarbeiten. Er beschreibt, was nach dem von der AfD geforderten Dexit geschehen würde und welche große Rolle Russland dabei spielen soll. Matthias Kammern. Wie gesagt, wir sehen hier, der Anzug Tino Chrupalla sieht ganz normal aus. Kein hetzerisches Adjektiv. Für mich ist hier alles in Ordnung. Und vor allen Dingen, es ist auch noch ganz groß, es ist der erste Beitrag. Wir sind jetzt auf der Nacht zum Montag. Ich finde das so bemerkenswert, in der Stelle noch ein Video darüber zu machen. Warum ist das so wichtig? Die Welt ist schon 2021 mir aufgefallen. Die Berichterstattung hat sich grundlegend geändert. Das ist auch schon bei Corona so gewesen. Da wurde eine Themenlenkung betrieben, die Spiegel Online und die Öffentlich-Rechtlichen nicht betreiben. Zum Beispiel Schweden, Texas. Eben all die Dinge, die klein gehalten werden, werden von der Welt plötzlich mehr erwähnt. Was ist das Gute daran? Es fällt dadurch auf, dass Spiegel und die Öffentlich-Rechtlichen die Themen verschweigen. Und Welt, das ist also der Springer Verlag, das ist ein großer Verlag, das ist ein richtiges Altmedium, eine richtige mit richtiger großer Reichweite. Und das könnte, wenn sie ihre Linie aufrechterhalten, diese Leute sind wirklich mächtig. Wenn Sie diese Linie aufrechterhalten, dann kann das wirklich die Altmedienfront zum Bröckeln bringen, die bisherige. Im Herbst 2020 war es mit Welt noch vollkommen anders. Es ist eine Drehung um 180 Grad. Da war es genau wie beim Spiegel eigentlich noch besonders eklig, auch sowohl AfD, Querdenken, Trump, es war eine einzige Hetze. Es ist jetzt mit Amerika und Russland, ist die Welt immer noch, sage ich mal so, auf dem alten Kurs. Aber bei AfD und Corona ist es wirklich eine große Wende. Und vor allen Dingen das Kartellartige bricht damit zusammen. Also das ist unglaublich. Weil das dürfte ja keine Eintagsfliege sein. Sondern diese Linie, die zeichnet sich 2021 schon die ganze Zeit ab. Aber noch nicht, dass die AfD in der Titelzeile ganz oben ohne negatives Attribut genannt wurde. Das gab es auch 2021 noch nicht. Aber wenn es jetzt passiert, dann wird es auch in Zukunft wahrscheinlich so sein. Man kann mal gespannt sein auf die Berichterstattung nach der Sachsen-Anhalt-Wahl. Bemerkenswert ist auch, dass über die Antifa geschrieben wurde. Die Antifa wird eigentlich immer verheimlicht. Über sie wird gar nichts geschrieben. Sie ist allgegenwärtig, aber sie wird von den Altmedien so gut wie nie erwähnt. Welt erwähnt sie hier auch explizit negativ. Was könnten die Gründe dafür sein? Vielleicht ist es dem Springer Verlag mittlerweile zu heiß, die Lage in Deutschland, dass Annalena Baerbock Kanzlerin wird. Das ist vielleicht zu wirtschaftsfeindlich, zu geldfeindlich und vielleicht sieht der Springer Konzern dadurch seine Gewinne bedroht. Auf jeden Fall merkt man einen Schwenk, der schon bei Corona angefangen hat, dass sie das so nicht laufen lassen wollen. Dass also die Grünen und überhaupt die ganzen Linksparteien, dass sie immer mehr Oberwasser bekommen. Diese Entwicklung in Deutschland wollen sie nicht. Vielleicht liegt es auch an neuen Geldgebern. Man weiß es nicht. Also ich sehe auch nur die Berichterstattung und bin ganz erstaunt, weil das nicht negativ über die AfD berichtet wird in einem wirklich großen Medium in Deutschland, das gab es seit, ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass es jemals das überhaupt gab. Überhaupt nicht. Also in 8 Jahren AfD gab es das, glaube ich, nicht. Abgesehen, außer es war da irgendeine geheime Absicht dahinter, die ich hier nicht erkennen kann.
Also zum Beispiel, dass Meuthen positiv dargestellt wurde, aber um eigentlich die AfD zu spalten. Das gab es schon. Aber dann wurde nur Meuthen eingeladen oder nur wurde Meuthen erwähnt, aber gleich mit einem Seitenhieb gegen den Flügel. Aber hier haben wir nichts, kein Seitenhieb, kein gar nichts. Es ist wirklich unglaublich. Ihr könnt mir jetzt ja noch gleich erklären, wo der Haken ist, was ihr noch gefunden habt bei Welt, dass es dann doch alles doch nicht so schön ist, wie ich es jetzt hier gerade sehe. Welche Haken es gibt, ich bin gespannt. Ich sehe im Moment keinen. Ich fand das so bemerkenswert, dass ich jetzt auf die Schnelle hier ein Video darüber gemacht habe. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.